Hallihallo, Hallöle. Ich soll ja mal eine andere Begrüßung machen. Nein. Hallo Freunde, ich grüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, ich bin heute mal ein bisschen begeistert, muss ich sagen. Mit dabei der Lost Place Catcher mit den OP-Handschuhen und der Maske. Und wir sind in einer neuen Location angekommen. Und zwar, man kann hier draußen relativ gut in den Ort reingucken. Da seht ihr schon die Radfahrer. Und wir haben heute Feiertag und sind hier in einer Location, die wir noch nicht richtig zuordnen können. Wir sind hier sozusagen im Wintergarten. Und haben gleich noch leckere Würstchen, die hier schon richtig schön eingeschimmelt sind. Wir fangen mal richtig mit was Ekligen an. Ich krieg das. Vielleicht kann das der Lost Place Catcher mal mit Handschuhen machen. Und hier ist ein Kühlschrank. Oh, Leute. Voll mit Maden. Und ja, natürlich. Leckeres Big Choc und so weiter. Und auch hier. Vielleicht kann der Lost Place Catcher das mal öffnen. Da. Erstmal kurz dann noch die Bratwurst drunter. Ja, es klebt zusammen, deswegen ist das schon. Das müssen wir auch mal, Leute. Da ist er. Und hier, hier auch ganz lecker Telefon, Fernbedienung. Wir gehen erstmal ein Stück weiter an der schönen Kaffeemühle vorbei. Hier noch ein schöner Stuhl und eine Urkunde von 6.2.1986. Und daran sieht man auch schon, boah, dieser Geruch ist wirklich etwas streng. Ich gehe hier erstmal durchs Türchen. Jetzt hat mich die Krampe ausgesperrt und muss gerade mal ein bisschen schlucken bei dem Geruch von dem Kühlschrank. So, jetzt können wir erstmal ein bisschen deutlicher sprechen. Hier ist die Uhr stehen geblieben und wir sind in einer Küche angekommen, die ja, vom Zustand her grenzwertig ist. Ich sag's wirklich mal, hier ist noch ein Kühlschrank am Start. Wenn ich den jetzt aufmache, stinkt es wahrscheinlich in der Bude hier auch. Aber ich gucke natürlich mal rein. Und ja, der Kühlschrank ist einigermaßen leer geräumt. Hier steht noch der Ketchup von 2019. Ja, Leute, der ist gar nicht so alt, der Ketchup. Ich kann das hier noch gar nicht so richtig einordnen. Hier liegen noch Eier am Start, die gar nicht so alt aussehen. Die sind aber irgendwie schon leer gegammelt. Und wir gehen hier einfach mal Stück für Stück durch. Hier ist in der Küche eine neu und frisch gefliesste Dusche. Ich mir sage, warum ist hier eine Dusche? Und wir gucken natürlich erstmal, wo es hier überhaupt lang geht. Weil wie gesagt, ich habe hier zu diesem Haus wenig Informationen. Aber ich habe ein paar Informationen, die ich euch noch mal sagen werde. Und wir sind hier, so wie es aussieht, im Flur- und Wohnbereich dieses Hauses. Und zwar hier, wo es auch sehr nach Kühlschrank riecht, Wohnzimmer, wo die nette Dame im Kalender ist. Und ich sehe schon, warum es hier so riecht. Hier ist wieder ein Kühlschrank. Hier ist irgendwie in jedem Zimmer ein Kühlschrank. Und den mache ich natürlich auch mal auf. Das wollen wir ja immer mal dabei haben. Und da steht unten noch was Leckeres zu futtern drin. Jetzt geht das Scheißding auch wieder zu. Und da liegen auch noch die vergammelten Eier in der Ecke. Also Leute, hier ist was für geruchsschwache Leute. Aber wir wollen das Ganze jetzt mal ein bisschen ernst angehen. Hier ist noch ein Pokal am Start. Und zwar ein Kegelpokal. Der sicherlich mal schön war. Hier noch ein bisschen Band zum Kleben. Und so ein bisschen Kleinkram. Ihr könnt sehen, Tourenauto, da drüben hoch, steht da. Und wir gucken uns hier erstmal weiter um. Das Ganze ist sehr, sehr alt gehalten, die Tapeten, alles was so dazu gehört. Und nicht wundern, der Lost Place Catcher geht schon mal nach oben. Ich werde heute wahrscheinlich mal im Keller anfangen, wenn ich das richtig sehe. Oder, nein, wir fangen oben an, Leute. Der Keller des Grauens, der kommt immer zum Schluss. Hier unten wird wahrscheinlich der Bürobereich sein, aber wir gucken und fangen erstmal oben an in dieser Location. Ihr seht es hier, deswegen müssen wir leise sprechen. Überall sind hier Nachbarn am Start. Und ich höre auch schon, wir müssen hier auch mit dem Fußboden ein bisschen aufpassen. Aber hier scheint wohl noch einiges hoch am Start zu sein. Ich gehe erstmal hier in das Wohnzimmer, was aber auch schon ziemlich vergammelt ist. Und es reiht sich ein. Ich werde dieses Haus das Haus der Kühlschränke nennen. Hier ist auch wieder vermadet und vergammelt. Wenn ich hier die Dichtung sehe, gar nicht lecker. Aber dafür hier ein wirklich schöner Platz, wo der Graf sitzen kann, wo er sich bedienen lassen kann, wo der Ofen am Start ist
und die Fernsehröhre am Start ist. Und nachher dann auch das Bettchen gemacht werden kann. Ja, und wie gesagt, das war hier anscheinend auch im Wohnzimmer. Was hier auffällt, der gute Mensch muss Raucher gewesen sein. Zig Boxen in jedem Zimmer, überall verteilt, mit diesen Tabaksachen drin. Überall auch zum Rollen, nochmal einzelne Zigarettenschachteln. Also hier muss wirklich ein starker Raucher gelebt haben. Der Kamin ist noch aus Holz drin, könnten wir jetzt direkt anmachen. Das ist schon eine feine Angelegenheit. Wir gehen in den Küchenbereich, wo noch ein paar Sachen am Start sind. Zumindest ein Geschirrspüler, der richtig sauber und glänzend ist. Der Herd, den wir, glaube ich, eher vergessen werden. Und der nächste Kühlschrank. Ich kann dir aber nicht zählen, wie viele Kühlschränke es hier in dem Haus gibt. Jetzt ist mir hier schon gerade die Bumse auf den Bums gefallen. Und der ist, das ist das Gefrierfach. Einmal verschimmelt. Ach, hier unten auch verschimmelt, aber nichts mehr drin. Aber er riecht dementsprechend. Hier noch ein Notizbuch, wo noch so ein paar Kleinigkeiten drin stehen. Und zwar, ja, eine Art Kochrezept. Rama. Und auch in anderer Sprache. Semantia Prodida. Irgendwas Ausländisches auf jeden Fall. Und hier auch wieder jede Menge Tabaksachen. Aber diese Zimmer sind auch nicht wirklich schön gemacht. Hier hängen überall Wäscheleinen, wo ich mir sage, warum hängt man denn Wäscheleinen in einen normalen Wohnraum rein? Das passt eigentlich noch nicht so ganz. Aber das werden wir alles auf jeden Fall noch klären. Wir sind ja erst am Start des Ganzen. Mach mal den Führer, ja. Ich höre schon, er macht den Führer und ich probiere mal, ob das Licht hier noch geht. Aber hier scheint es wohl nicht mehr zu gehen. Auch hier überall Zigarettenschachteln. Ja, Freunde, hier ein Badezimmer, was seinesgleichen sucht. Ganz, ganz schrecklich gemacht. Hier ist schon der Nagel durchgezogen, dass man das Wasser noch aufdrehen kann. Und auch hier alles total vergammelt. Die Dusche vergammelt. Da liegen noch die Seifenstücken. Und das ist wirklich eine minimale Dusche. Und selbst in der Dusche liegen noch die Zigarettenreste. Hier wieder das ganz Persönliche, wie man sich das vorstellt. Ein Rasierer, Schaumer und hier das, was immer alle Urbexer gerne suchen. Die Rasierer und auch noch die Zahnpasta und auch noch die Zahnbürste. Wir sind im nächsten Zimmer angekommen, wo auch natürlich wieder Zigarettenschachteln rumliegen, was wir aber gleich durchschreiten können. Und wir sind in einem Zimmer, wo schon ein Fenster fehlt und auch wieder jede Menge Zigarettenschachteln sind. Wie schon gesagt, das wird das Haus des toten Rauchers, das könnte schon hinkommen. Hier ein alter Fernseher, leider schon ein bisschen Müll abgelagert. Hier der Lost Place Catcher und der Graf Herrenhausen aktiv bei der Arbeit. Und hier noch eine sehr schöne alte Waage. Die finde ich allerdings sehr, sehr schön. Das muss ich schon sagen. Und die scheint auch noch, nee, funktioniert im Moment. Ach doch, die ist gesichert und funktioniert noch. Ja, die funktioniert noch. Leute, die funktioniert noch. Ja, der Fuß ist drauf, Leute. So, der Fuß ist drauf. Und wenn ich den Fuß hier drauf packe, dann funktioniert auch die Waage. Oh ja, jetzt seht ihr es, da funktioniert. Da konnte man das Baby reinlegen, eindeutig. Hier noch ein hübsches Bild. Und wir gucken mal weiter. Und der Graf an der Wasserfall. Oh, Leute. Hier steht noch die Wasserpfeife am Start, die leider schon ein bisschen eingerostet ist, aber sonst noch ganz schön ist. Wieder mal ein alter Computermonitor und das Haus des Rauchers. Unendlich viel Zigaretten hier. Wir gehen mal weiter durch dieses Wohnklo. Was ist das denn hier bitte? Eine Toilette mit Nadelfilzfußboden. Ich sage, das finde ich jetzt mal gar nicht schön. Hier liegt noch irgendwie das Tierfutter drin. Wahrscheinlich hier im Schränkchen ist dann das Tier noch drin. Auf jeden Fall noch so ein paar Kleinlichkeiten. Ja, Leute, und wenn ich hier die Fliesen sehe, die Fliesen sind gar keine Fliesen, das ist alles nur drauf tapeziert, dann ist das hier schon gar nicht mal so schön. Also es scheint sich rauszukristallisieren, dass das Haus hier, ja, irgendwie von einem sehr armen, vielleicht alleinstehenden Mann bewohnt wurde. Diese Lampen, ja gut, sind sehr hübsch, aber im Großen und Ganzen, ja, es ist hier sehr, sehr minimalistisch. Es geht hier noch auf den Dachboden. Aber mal gucken, auch wieder eine Luke, wo man eigentlich kaum noch durchpasst. Und guten Tag.
auf dem Dachboden sind, ja, alte Schränke und alte Möbel. Das liebe ich ja immer, Leute. Und wenn in den Schränken dann noch alte Mäntel hängen, dann finde ich das ja immer besonders cool. Und hier ist es mal wieder soweit. Hier liegen noch Oberhemden, hier liegen noch Hosen, hier liegen noch ein paar Kleidungsstücke drin. Das finde ich ja richtig schön. Und auch hier wieder noch ein Bettchen und jede Menge Krimskrams. Also hier kann man wirklich wieder stundenlang drin rumstöbern. Eine alte Brotmaschine. Ja. Und hier auch wieder persönliche alte Familienfotos, würde ich mal sagen. Mit Hund und allem drauf. Leider nicht beschriftet. Doch, wartet mal, ist beschriftet. Das Werksgelände lässt irgendwas grüßen. Ja, Freunde, das ist schon wieder... Oh, 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 hier wird schon wieder sehr persönlich. Aber das ist es ja auch eben, was dieses Hobby ausmacht. Hier hängt die Decke schon ganz beachtlich durch. Unser bester Apfelwein. Das sieht natürlich, der Apfelwein ist das. Und damit kann ich das Rätsel auch lösen. Wir sind nämlich in einer alten Mosterei. Und viel mehr interessieren mich natürlich diese Hefte. Und damit, wie gesagt, haben wir das Geheimnis ja auch gelöst. Wir sind in einer Mosterei. Und hier liegen noch die Hefte, wann etwas angeliefert wurde, warum es angeliefert wurde, von wem und so weiter. Es ist richtig ordentlich geführt mit Obstsorte und allem. Und hier steht 1947. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so alt ist. Ich gucke jetzt mal auf der ersten Seite. Und es ist tatsächlich 10.07.43 und dann bis 1947 ist das hier alles ordentlich geführt, Leute. Hier alles 1943, 44, 45. Das gibt's ja nicht. Das ist ja direkt nach dem Krieg gewesen. Wir gehen weiter auf dem Dachboden und gehen erstmal hier in dieses, ja, Lager, kann man schon fast sagen, rein. Ja, Leute, hier sieht man auch, wie alt das Ganze ist. Ganz, ganz alte Akten. Noch älter und noch älter. Und die sind von 1990. Noch in D-Mark-Preise. Alte Rechnungen. Genossenschaften und so weiter. Also alles, was mit so einer Mosterei zusammenhing. Und hier ist sogar wieder meine Postkarte. Ich liebe ja alte Postkarten. Das ist ja wirklich, also, guckt mal. Ein Traumstück. An die Familie zum Weihnachtsfest wünschen wir Ihnen viel Freude. Aus dem Luftkurort Neukloster. Und wenn ich das so sehe hier auf der Karte, Deutsche Bundespost 10 Cent, dann würde ich mal fast sagen, also da sollte man auch mal hinfahren. Das wird bestimmt auch ein Lost Place in der Zwischenzeit sein. So, im nächsten Zimmer konnte man sogar einmal Dart spielen und auch hier sieht man, es ist minimalistisch. Es ist alles mit billigem Holz mal ausgebaut worden, was an allen Ecken und Enden schon wegbröselt. Und trotzdem sind hier für uns als Urbexer noch sehr interessante Sachen am Start. Eingebaute, selbstgebaute Kleiderschränke, wo nichts mehr am Start ist. Aber hier ist noch ein Regal, wo man sagt, ja, hier sieht man es wieder. Es wurde geraucht und Fisch aus Dosen gegessen. Die Cola ist 1,18 abgelaufen. So, Freunde, wir sind wieder auf der Erdgeschossebene angekommen und gehen jetzt, wie es aussieht, aus dem Wohnbereich in den Arbeitsbereich. Und ich muss ja schon mal lachen. Wer hat denn bitte schön die Elektroinstallation vorgenommen? Ich mache noch mal ein bisschen Licht hier. Das ist ja wirklich ein Erlebnis. Und hier sieht man, dass der Zahn der Zeit kräftig genagt hat. Alte Schreibmaschinen, noch mehr alte Schreibmaschinen. Hier so ein alter Koffer, der aber leer ist. Und ja, hier auch ganz, ganz viel sehr, sehr alte Technik. Und hier sieht man auch schon, dass das Ganze wirklich runtergekommen ist. Aber trotzdem so seinen eigenen Charme aussprüht. Also das ist hier schon eine sehr eigene Atmosphäre. Hier sieht man wirklich auch normaler Bürobereich. Ich sage mal, hier braucht man sich nicht mehr um den Datenschutz kümmern. Aber hier sind noch, ja, Markierungen drin für Mitarbeiter, wer so was angeliefert hat. Und auch hier ganz, ganz alte Akten. Ich nehme einfach mal eine raus, lege die hier auf diesen wunderschönen Schreibtisch und gucke gerade, von wann die sind. Daten sind ja immer meistens interessant. Und das sind auch richtig Belege, die zusammengeheftet wurden. Hier haben wir ein Datum. 7.09.94 wurde hier 110 Flaschen für 77 D-Mark Apfelsaft gemacht. Überlegt euch mal, 110 Flaschen Apfelsaft für 77 D-Mark. Boah, das ist schon günstig gewesen. Natürlich für die damalige Zeit nicht, aber für die jetzige Zeit. Wer liefert was? Ja, das kenne ich noch aus Studienzeiten. Ganz, ganz alte Sachen. Boah, guckt mal, wie schön das früher gemacht war. Heutzutage wird alles nur noch gegoogelt.
und gehen jetzt diese Stiege runter. Das sieht eher aus wie ein Schwimmbad hier. Aber das wird wahrscheinlich diese Mosterei gewesen sein, wie das Ganze aussieht. Ist natürlich überhaupt nicht mehr schön, dieser Industriebereich. Aber ja, hier steht nochmal ein Sessel und so eine Sonnenliege. Und das ist hier ein Bereich, der überhaupt nicht schön ist. Also, ich meine, gut, das war wahrscheinlich der Arbeitsbereich, aber der ist ja überhaupt nicht schön. Hier ist noch eine Stahltür, die nicht auf und nicht zugeht. Und wir sind hier, ja, schätze mal in so einem Raum für Mitarbeiter, wo noch die Kittel hingen, die man zum Arbeiten hatte, wo noch jede Menge Arbeitsmaterialien stehen, Messinstrumente, Thermometer, eine Waschmaschine, hier liegt mal eine Decke, da auch ein Schild, wo wir uns hier befinden. Und ansonsten ist das hier ein Raum, der nicht mehr wirklich schön ist. Ja, hier sieht man, dass das Ganze mit Saftbefüllung zu tun hat. Jede Menge Flaschen, die ja, wahrscheinlich zum Spülen hier waren. Die waren auf jeden Fall schon mal benutzt. Da hängt der Süffel unten noch drin. Und es ist aber auch kein Datum. Doch, hier, Freunde. Mindesthaltbarkeitsdatum, siehe Verschluss. Ja gut, und der Verschluss ist verrostet. Ach nee, oben steht's drauf. Mindesthaltbarkeitsdatum bis 0205. Ah, okay. Ich hätte die Flaschen gar nicht umdrehen müssen. Also bis 2005 war dieser Saft haltbar. Hier nochmal eine bisschen andere Sorte. Mindestens haltbar bis 05. Juni 05. Ja, das heißt, das Ganze ist schon sehr, sehr alt. Und wenn ich diese Gerätschaften so sehe, dann ist hier diese ganze Masterei sehr, sehr alt. Das ist ja wirklich hier, boah, sowas dürfte heute gar nicht mehr gearbeitet werden. Und wir sind im nächsten Arbeitsraum angekommen, wo ich sage, ja, normal mag ich ja so alte Industriebaracken. Hier noch eine alte Schleifmaschine, aber die hier ist irgendwie kühl, unschön. Ich weiß nicht, die Atmosphäre hier gefällt mir irgendwie nicht. Die ist einfach unansprechend. Hier noch eine Maschine, die ich im Moment noch nicht zuordnen kann, wo man dran drehen kann, wo aber nicht wirklich was passiert. Werden jetzt wieder alle in den Kommentaren sagen, ist doch logisch. Schreibt es mal in die Kommentare, was das ist, würde mich mal interessieren. Ich weiß es nicht. Ja, hier der nächste Bereich, auch völlig runtergeranzt. Hier nochmal so ein abgegrenztes Ding. Und ansonsten geht es hier schon mal nicht mehr weiter. Also auch überhaupt nicht schön. Das war hier wahrscheinlich so die Warenannahme. Hier ging es dann in den Bereich Unbefugte betreten, verboten. Das ist überhaupt nicht schön hier. Wir gehen mal weiter hier an diesen Kühlkammern vorbei, wo aber auch nur Müll drin gelagert ist. An diesen fetten Schornstein, wo alle möglichen Gerätschaften dran angebracht sind. Ich meine, hier ist nur die Heizung, das ist nicht so interessant, aber hier ist so ein dickes, fettes Teil. Das ist gar kein Schornstein, das ist irgendwie nur ein Tank oder sowas. Ich weiß es nicht. Und ich sehe auch schon das Highlight, was mir der Lost Place Catcher gesagt hat. Hier steht noch ein Stapelgabler. Ein Stapelgabler steht hier noch. Aber wie gesagt, Freunde, ob das hier zur Mosterei dazugehört, möchte ich jetzt nicht sagen. Ich höre schon das Highlight. Hier kann man mit dem Ding noch losfahren. Ja, Freunde, ihr wisst es ja, ich liebe ja in Lost Place Gabelstapler fahren. Aber ihr seht, ich habe leider keinen Saft mehr in der Kanzel. Sonst würde ich jetzt nochmal hier... Aber das wollen wir auch nicht machen. Wir stellen die Zündung ordnungsgemäß wieder ab und verlassen dieses ehrwürdige Gerät wieder und gucken mal, ob wir hier noch weiterkommen. Mach's gut, mein Kleiner. Hier war wahrscheinlich so das Bastellager von diesem Herrn. Hier hängen noch die Jacken und jede Menge Bauhelme und richtig, richtig alte Fernseher vom Medion. Boah, wer kennt die nicht? Und auch hier noch wieder Werkstattbereich. Kaffee. Da wollte er mich jetzt erschrecken, aber er hat es nicht geschafft. Er hat es nicht geschafft. Ich habe heute Nerven wie Drahtseile. Ja, Freunde, und hier auch. Man kann sich gar nicht satt gucken. Hier liegen Pfeilen, hier liegen Lampen, hier liegen Arbeitsgeräte, hier liegen Gummistiefel, hier liegen Ausführungspläne aus 2017. Das ist natürlich schon mal wieder ganz interessant. Das ist ja wieder ein ganz anderes Zeitfenster. Hier gab es mal Forsthäusler, der aber schon leer getrunken ist. Also nichts mehr zu süppeln für uns. Und auch hier jede Menge Arbeitsgeräte. Ein alter Hut, Koffer, Tüten, Tassen, eine zerbrochene Weihnachtskugel. Das war ich jetzt aber nicht. Und auch hier ein komplettes Lager mit jede Menge tollen Sachen. So, Freunde, wir sind den ganzen gewerblichen Bereich abgelaufen. Gehen jetzt hier wieder, man sieht es schon an diesen Vorhängen, wieder in den
Büro- und Wohnbereich rein, wo wir vorhin gestartet sind. Und ja, wir hatten, glaube ich, die Küche hier noch nicht. Aber ansonsten sind wir durch dieses ganze Gebäude durch. Doch, da sind wir gestartet, genau. Ich weiß es wieder. Und ja, es war eine schöne Sache. Vor allem diese Alarmtröte hier oben, dass die nicht mehr trötet, ist natürlich sehr erfreulich. Und ich würde mal sagen, das sollte es noch nicht gewesen sein. Wir müssen noch in den Keller des Grauens, Freunde. In den Keller des Grauens müssen wir noch. Da geht es hier hinab. Und da hinunter. Und da warten wir zusammen auf den Lost Place Catcher. Freunde, es geht los. Es geht in den Keller des Grauens. Und ihr wisst, wenn es in den Keller des Grauens geht, dann packe ich auch immer die Olight-Taschenlampe aus, die mir die Firma freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat, damit wir hier richtig gut Licht haben. Hier gibt es ein Apfelsaftglas als Lampe, wo ich mir sage, wenn ich da jetzt 12.000 Lumen drauf packe, dann ist die wahrscheinlich weggebrutzelt. Naja gut, Spaß muss sein. Und wir gucken uns hier natürlich mal wieder um. Auch hier wieder eingemachte, leckere Aprikosen. Sehr schön, sehr schön. Auch noch geschlossen. Und auch hier noch jede Menge Einmachsachen. Hier liegt der Koran. Auch mal sehr interessant. Jede Menge Gerätschaften. Hier noch so ein altes Gerät, wo man wahrscheinlich diese Mosterei, die irgendwie mit geschlossen hat, die Gläser, wie auch immer, ich weiß es nicht. Hier jede Menge Bücher. Sehr viel politische Sachen. Auch mal interessant. Und auch hier noch, ja, was man im Keller so hat. Jede Menge Chemikalien. Terpentinersatz zum Streichen. So das Übliche halt. Also das ist schon das Grauen des Kellers. Hier geht es nochmal um die Ecke. Wahrscheinlich in die Heizungsanlage. So wie es hier riecht. Und doch, hier geht es noch weiter, Freunde. Ach, das ist wieder das Übliche. Im Keller hängen wieder diese toten Spinnen von der Decke. Die Heizung, glaube ich, auch ihre besten Zeiten gesehen. Hier geht es noch in den Heizungsraum. Und hier nochmal. Ach, das ist der Aufgang, wo wir vorhin drauf überwiesen sind. Wo es hier wieder hoch in die Wohnung geht. Da, weil es zu ist, werden wir hier jetzt zurückgehen. Und dann haben wir wirklich alles von diesem Haus gesehen. Freunde, wir sind wieder da angekommen, wo wir gestartet sind. Hier riecht es immer noch nach diesem Kühlschrank. Ich möchte hier trotzdem die Abmoderation in diesem schicken alten Sessel machen. Der ist wirklich klasse. Ihr seht es, hier brausen die Autos lang. Und ja, hier steht noch so ein Zahnarztstuhl. Aber wie gesagt, das war's im Großen und Ganzen. Dankeschön nochmal an Lost Place Catcher. Hier ist der stinke Kühlschrank. Und Leute, es geht nicht. Ich muss hier raus. Und wie gesagt, bis zum nächsten Video habe ich mich erholt. Euer Graf Herrenhausen.